Die Jüngsten trafen sich im Münsterland. Im Golfclub Brückhausen fanden die deutschen Meisterschaften in der Altersklasse bis 14 Jahre statt. Den größten Namen hatte ein Hamburger, Tiger Christensen, der seinem Namensgeber alle Ehre machen will. Ich möchte eigentlich alle Majors gewinnen. Mehr nicht. Und besser sein als Jack Nicklaus. Ziele muss man haben. Und immerhin, Tiger spielte am zweiten Tag mit 2 unter Par die beste Runde des Tages. Am Ende wurde es Platz 6 für den ambitionierten Hamburger Tiger. Der Star im Golfclub Brückhausen ist Leonie Wulfers. Sie hatte ein Heimspiel und am zweiten Tag mit einer 73 die beste Runde des Tages bei den Mädchen gespielt. Ich bin sehr froh, dass so viele Leute für mich gekommen sind und geklatscht haben, auch wenn die Schläge mal nicht so gut waren. Als Führende ging Philippa Gollan aus Lübeck-Travemünde auf die Finalrunde. Aber nach diesem Birdie auf der 5 war Leonie Wulfers da, wo sie hin wollte, ganz oben auf dem Leaderboard. Aber dann folgten mehrere Schlagverluste und auch andere Mädchen waren wieder im Spiel. Helena Hassert aus Düren, Paula Schulz-Hansen aus St. Leon Roth, Clubkameradin Malu Brinker und eigentlich auch Luisa Vogt aus Halle in Westfalen. Wulfers spielte Birdie 13 und Birdie 15, um mit Philippa Gollan gleichzuziehen. Aber die schlug mit ihrem präzisen Spiel zurück. Und auf der 18 ein Finish in Style für die erst 12-Jährige vom Golfclub Lübeck-Travemünde. Neue deutsche Meisterin ist Philippa Gollan. Erste Gratulanten, na klar, die Eltern und ihre Trainerin. Ich war sehr begeistert, wie sie ihre Nerven beisammen gehalten hat mit 12 Jahren. Also das Hut ab, Nerven wie Drahtseile, aber sie ist eine Rampensau. Bei den Jungs sah es lange nach einem Start-Zielsieg von Nick Neukirchner aus. Aber der Hamburger vom Golfclub an der Pinnau machte am Finaltag die Tür auf für seine Mitspieler. Jan Göhlich aus Gütersloh und Paul Ulmrich aus St. Leon Roth. Ganz stark Tim Wiedemeyer aus Olching. Er spielte zwischen der 11 und der 16 gleich 4 Birdies. Mit einer 72 und der besten Runde des Tages katapultierte er sich noch auf Platz 2. Ganz konzentriert zog Paul Ulmrich seine Bahnen. Bis zur 18 lag er even par für den Tag. Dann reichte ein entspanntes Bogey, um mit 3 Schlägen Vorsprung zu gewinnen. Das ist unfassbar. Ich habe gerade ein unglaubliches Glücksgefühl. Das hätte ich nie erwartet, dass ich mit 13 Deutscher Meister wäre. Das ist unfassbar. Der Dank galt seinem Trainer, der ihn schon seit 4 Jahren betreut. Er ist ein ganz normaler Bub, 13 Jahre alt, aber im Kopf ist er viel reifer. Die Siegerehrung war dann der verdiente Lohn für die sichtlich bewegten neuen Titelträger. Allen voran bei den Mädchen Philippa Gollan, die mit Malu Brinker und Leonie Wulfers auf dem Treppchen stand. Oh, das fühlt sich schon ganz cool an, so von überall fotografiert zu werden und beklatscht zu werden. Bei den Jungs Paul Ulmrich vor Tim Wiedemeyer und Jan Göhlich. Neue Meister, die Hoffnung machen für die Zukunft. Aber das gilt für alle, die in Brückhausen erfolgreich am Ball waren.